Hallöchen. Heute mache ich etwas aus diesem Ei. Ich habe keinen Bock auf Fische oder Vögel oder Einhörner. Es wird heute mal eine schnöde Vase, die nicht wasserdicht ist. Macht sehr viel Sinn. Ich denke, das sollte jeder haben. So, das ist schon mal der Körper in Form eines Eies. Jetzt kommt da drauf ein schöner Flaschenhals aus einem Klumpen Ton. Ich muss mir mal Platz hier auf dem Brett schaffen. Und dann forme ich mir erstmal eine schöne Handvoll Wurst. Roll das mal über und klopfe es auf. So dass ich hier so eine Art unfertigen Kegel habe. Also ein Kegel ohne Spitze. Unten etwas breiter, oben etwas schmaler. So sieht er im Querschnitt aus. So. Perfekt, perfekt. So, jetzt führe ich hier einen Stab durch diesen, ich sage jetzt mal Zylinder, der nicht ganz gerade ist. Einmal komplett mit Gefühl durchschieben. Dann rolle ich das übers Brett. Mit Gefühl natürlich, wie immer. Mit dem Ergebnis, dass das Loch größer wird. Ich halte mal den Stab da mal rein, das ist also etwas ausgeleiert. Dass ich da gut mit dem Finger jetzt reinkomme. So. Und dann streiche ich das hier ein bisschen aus. Zum einen mache ich die Oberfläche glatt, zum anderen wird die Wandung etwas dünner und der Hals, nenne ich es mal, wird jetzt länger. Unten habe ich eine kleine Trompete, so. Das gleiche mache ich oben nochmal am dünneren Ende, das wäre jetzt oben. Schön ausstreichen. Der Finger ist im Loch und der Daumen streicht von außen in Richtung Öffnung. So. So sieht das jetzt aus wie so ein Rüssel. Nach Luft kontrollieren, nach Lufteinschlüssen, die spürt man jetzt. An der Stelle wäre es ein bisschen wabbelig. Sollte sich da was ergeben, dann muss die natürlich rausgestochen werden. Also ein Loch reinpieken, Luft rausdrücken, wieder zumachen. So, Probe sitzen. Super, super. Gerade geht ja gar nicht, also ein bisschen scheif möchten wir das morgen, ne? So, jetzt zeichne ich mir das hier einmal an. Und werde das jetzt verbinden, den Hals mit dem Ei. Einmal hier aufreißen mit dem Skalpell oder mit dem Hölzchen, was gerade so zur Hand ist. So. Hier auch, wo wir angezeichnet haben. Muss jetzt natürlich noch ein Loch rein. Jetzt kann ich hier innen, von innen die Naht spüren, weil das Ei habe ich ja aus zwei halben Eiern zusammengesetzt. Und soweit der Finger reicht, verschmiere ich das mal noch ein bisschen von innen. Das ist, hält dann besser. Gibt mir halt. So. Habe ich beides aufgeraut. So. Jetzt setze ich das zusammen, ein bisschen nass machen.
Tupfe, tupfe, tupfe. Gucken, wie er jetzt war. So vielleicht. Ja. So, hier jetzt vorsichtig wieder andrücken, dass wir aus der Ritze das Wasser, dass das so ein bisschen schmatterig wird. Am besten mit dem Finger. Bei mir jedenfalls. So, dann brauche ich mein Modellierholz und schmiere das noch einmal mit dem Holz hier nach. Ist der Hals am Ei dran. Jetzt gibt es hier wieder dieses Schwabbelgummi. Da ziehe ich das glatt, die ganze Oberfläche schön glatt ziehen. So, jetzt könnte es noch ein schönes Rüsseltier werden. Jo, jetzt kann ich hier das Ende vom Flaschenhals ein bisschen in Form bringen. Kann ruhig ein bisschen ausgeleiert aussehen. So. So, habe ich eine Eierflasche gemacht. So ganz gefällt mir sie noch nicht von der Form her. Ich werde sie mal noch ein bisschen runter bewegen mit viel Gefühl. Nicht, dass hier die Naht aufplatzt. So, steht sie auch gleich noch viel besser. Und jetzt kann ich die Flasche noch schön dekorieren, ne? Die hier ein bisschen nackig noch, ne? Was machen wir denn darauf? Wie wäre es denn mit einer Schnecke? Soll hier so eine Schnecke rüberkriechen? Jo, ich sag mal jo, da kommt eine Schnecke ran. Ich stelle die mal hier zur Seite und forme zuerst eine lange Wurst. Schön weich. Eine Rübe. Dann drücke ich das vorne ein bisschen breit. Dann habe ich hier das Ding platt gemacht. So, jetzt muss ich gucken, soll sie hier so rumkriechen oder da? So rum
Ich denke mal, die kommt hier so von hinten. So, habe ich sie angelegt. Jetzt muss ich sie anschmieren. Ein bisschen Kennzeichnung hier, wo ich ritzen muss. Und wieder schön aufreißen, die Verbindung stellen. Bettenworte an Klane. Immer das Gleiche. So, jetzt vorsichtig andrücken. Dass das Wasser wieder so aus der Ritze schmarrt. Sieht man das? Hm. So, jetzt muss ich das ringsherum anschmieren. Richtig mit dem Holz in die Wurst hier rein. Und ein Stück von dem Schneckenkörper, von der Wurst in Richtung Flasche schmieren. Nicht zu zaghaft. Es soll ja auch halten. Ist natürlich wichtig, dass die Rübe hier schön weich ist. Wenn die jetzt zu fest wäre, dann würde man sich da wieder einen Wolf schmieren. Das würde nicht gut aussehen. Es würde alles verbeulen oder brechen. Es muss immer alles gut zu bewegen sein. So, mit dem Finger glätte ich das jetzt alles. Das sah ja nicht schön aus. Geht ja wohl gar nicht. Und abschließend nochmal mit dem Pinsel die restlichen Schmierspuren beseitigen. Jo, fasst sich ganz gut an. Ich kann wieder nicht aufhören, das ist ja furchtbar. So. Ja, kommt da jetzt ein schönes Schneckenhaus rauf.
ich könnte ja, da habe ich eine Idee, ich könnte ja ein echtes Schneckenhaus nehmen. Habe ich eins? Nee, habe ich nicht. Dann muss ich selber eins machen. Ein Schneckenhaus. Das ist ja ganz einfach. Machen wir ja schon im Kindergarten. Da machen wir wieder eine schöne, lange, weiche, geschmeidige Rübe. Schön feucht halten und wie eine Lakritzschnecke aufrollen. Wenn es geht, ohne Loch, dass man nicht durchgucken kann. Ne? Schön eng aufwickeln. Nebenbei mal hier die Schnecke im Auge behalten, dass das nicht zu groß und riesig nachher wird. Ich glaube, passt das. Den Rest schneide ich ab. Dann habe ich hier diese Schnecke. Dieses Ende, das letzte Ende, schmiere ich hier ran. Das drücke ich hier noch ein bisschen nach außen. Muss ja einen Ausgang haben, das Haus. Mal die Probe sitzen. Ich muss die Gesamtfigur irgendwie im Blick haben. Und danach richtet sich die Position vom Schneckenhaus. Mache ich das so? Ich glaube ja. Jo, dat wat. Also, ich schmiere jetzt das Schneckenhaus an die Schnecke ran. Wie immer, ritzen, nass machen, anschmieren. Und dann kriegt die Schnecke noch ein lustiges Gesicht. Und dann zeige ich euch ein Bild, wenn sie fertig ist. Auf Wiedersehen.